Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Spaß im Multiplayer. Diesmal mit diesen Perks. Mit Anführer, Bindung, kein Gejammer und Wildpferd. Kann auf jeden Fall lustig werden, ich hasse diesen Perk. Ich hasse ihn. Und da ist ja, ich nehme es ja immer auf Zufall. Ich mache es ja jetzt immer so, bei, wenn ich zwei mache, immer die gleichen Perks. Zwei Spiele. Entweder es wird nur ein ganz langes Spiel jetzt. Dann ist es nur einmal, wofür ich dankbar wäre. Oder zweimal. Dann müsste ich zweimal mit diesen Perks machen. Und das ist natürlich auch immer noch. Bleh. Wobei, es gibt zwei Perks, die ich nicht leiden kann. Einmal den hier. Und dann gibt es noch einen Perk, der heißt Objekt der Besessenheit. Das ist der zweite Perk, den ich nicht leiden kann. Absolut nicht. Bin übrigens auch inzwischen gespannt, wer der nächste Killer sein wird. Gab ja schon ein bisschen einen Teaser. Ich habe keine Ahnung, was er sein soll. Werden wird. Hoher Wert. Aber noch im akzeptablen Bereich vielleicht. Und was soll das hier werden? Rumrotier rein bei den Charakteren oder was? Mal gucken, wie es so laufen wird. Ich kann mich auf jeden Fall nicht heilen. Außer vielleicht aus dem Liegenbereich. Aus dem sterbenden Bereich zum verletzten Bereich. Das heißt, mich liegen zu lassen wäre keine gute Idee. Überhaupt nicht. Das ist die Schwäche davon. Bei dem wird nicht geschlackt. Sluggen heißt natürlich, dass man ihn einfach liegen lässt. Das geht bei dem dann nicht. Der wird natürlich immer sofort aufgehoben und aufgehangen. Das ist halt der Nachteil. Wäre nur nicht der Nachteil, wenn der eine wissen würde, dass ich vielleicht Entscheidungsschlag hätte. Reparatur. Was? Da hinten ist schon einer down? Was machen die da? Ich kriege auf jeden Fall diesen Generator fertig. Auf jeden Fall. Er kommt auf jeden Fall nicht hier hin. Oder doch? Ich wusste es! Bin ich genau in den in Blickwinkel geraten. Ah.
frage mich, ob die mich jetzt retten oder nicht. Da wäre es eine sehr schnelle Runde und ich könnte einen Zeiten auf jeden Fall nachschieben. Führt ihr dich hierher? Bitte! Lass es! Ich weiß nicht, ob ich retten sollte. Hier ist auf jeden Fall der andere, der gemacht wurde. Also, wo ist... Da ist die Kiste. Ist da einer drin? Ja. Oh, erwischt. Kommt wieder. Was zur Hölle? Das klingt, der kam aber schnell wieder. Anführer und beweise dich. Ja. Führe ihn weg. Könntest du den mal wegführen? Den Generator schaffe ich. Ich bin nicht da.
Verdammt! Wieso kann man eigentlich immer hier hin? Verdammt! Was soll das? Okay. Der rennt hier rum, wie bekloppt er. Ja. Das wird langsam anstrengend. Immer auf X zu hämmern. Besonders so, wie ich hier sitze. Das ist... anders zu machen, wie ich es normalerweise mache, ist das, da ist das Aufnahmekabel im Weg. Aber die Punkte wollte ich haben. Und du kommst zu spät! Ah! Was soll das werden? Hat er extra aufgegeben, um den anderen die... Luke zu geben? Zumindest kein Rangrückschritt. Oh. Mhm. Was soll das werden? Der bleibt immer da stehen. Genau in der Nähe des... Wie nennt man sowas? Campen? Die Frage ist, ist das schon noch Facecampen oder einfach nur Campen? Oder ist es vielleicht nicht so, oder dass er erstmal geguckt hat, ob da jemand ist. Da sieht man nämlich hin, das weiß man nicht. Dann weiß ich zumindest nicht, ob das jetzt schon dazu überhaupt gehört. Weil jetzt ist er ja gerade nicht in unmittelbarer Nähe von dem. Weiß der schon, wo die... Luke ist? Weiß er's? Ich sehe es zurzeit nicht. Sie ist auf jeden Fall nicht da. Ich gucke mal zu, ob sie noch kriegt. Ich würde sagen, renn. Da ist sie ja. Ja, hat sie noch gekriegt. Und der hatte nur das? Nur das? Okay. Das wollte ich nämlich eigentlich auch noch wissen, was der für Perks hat. Aber wenn er nur das hat, war es okay. Und jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Auszulosen, was ich dann als nächstes kriege.
Wisst ihr was? Ich nehme einfach mal so ein Winterknallbonbon. Wozu habe ich das denn, ne? So, mal gucken, wie schnell ich in eine Lobby komme. Bin noch bei 16 Minuten. Dann geht es ja noch. Noch. War ja auch eine relativ schnelle Runde. Ja, kein Gejammer macht immer so kurze Runden, weil ich kriege das nie hin, wenn ich das habe, dass ich da überlebe. Das kriege ich nie hin. Ich weiß, warum ich diesen Perk nicht mag. Ich weiß es. Vor allen Dingen in Kombination, was nicht dazu passen würde. Dazu passt nichts. Dieser Kombination, die ich gerade habe. Was würde dazu passen? Die hier? Das hier? Das hier vielleicht auch? Oh. Warum habe ich eigentlich immer Killer, die so ein Ding haben? Okay. Die haben Lampen. McMillian, okay. Da will wohl jemand wirklich dahin. Wobei ich kaum, eigentlich kaum sowas nutze. Und warum? Weil ich die brauche. Weil mir eigentlich so ziemlich egal ist, wo ich spiele. Die Map ist mir relativ egal. Ich spiele auf jeder Map. Und auch gegen jeden Killer. Der Schutzwald, okay. Da gibt's also nur einen Keller. Was? Alle sind hier! Why? Ja, führ sie weg. Ich mach dann hier währenddessen weiter. Ha. Übrigens, seit wann kann man sehen, dass einer eine Besessenheit ist? Kann man das so... Wann kann man das? Das ist mir gar nicht... Ist erst mir jetzt aufgefallen. Da ganz hinten. Da lohnt es sich gar nicht hinzugehen. Weil ich so weit weg bin. Aber im Moment schlagt er ihn. Jetzt nimmt er ihn auf.
bin gleich durch. Das war eine schnelle Rettung. Ich heil dich mal. Ich mach mal diesen Generator, wobei es mir nicht gefällt, dass die so nah zu den anderen Institutionen gemacht wurden. Okay. Gleich habe ich den nächsten übrigens. Bist du an jemanden jagen? Das wäre für mich gut, weil dann kann ich das hier weitermachen. Schaff es trotzdem. Da kommt auf jeden Fall schon einer zur Hilfe. Lass dich nicht entdecken. Hast du dich jetzt extra entdecken, dass es damit er sich folgt? Was bleibst du bei mir stehen? Och, es wurde schon fertig gemacht. Verdammt! Ich wusste, dass er diesen Perk hat! Wieso hab ich also... Na, komm her.
Okay, er hat jemand anderen gesehen. Ich nehme es mal. So, ich fange mal den an. Führ ihn doch nicht hier hin! Ich zerstöre meinen Totem. Diese Partie geht schon lange. Ich weiß nicht, ob er es überhaupt vermutet, dass einer an den hier geht. Ich würde sagen, täuscht an den anderen Generatoren, sodass ich dann tatsächlich den hier machen kann. Geht nicht hier hin. Ich mache hier keinen Generator. Ja, ich bin gleich durch. So. Jetzt nur noch entkommen, auch wenn ich zum ersten Mal mit einem No-Missile-Typen entkomme. Oh wehe, der ist ein Know-It. Und wie gesagt, niemand entkommt, sind tot. Wobei mir das bei mir sowieso egal wäre. Raus! Entkommen! Und nur 17.000. Ich fände es irgendwie ein bisschen schwieriger, mit Überlebenden Glückpunkte zu farmen, als mit Killer. Okay, da hat jemand Entscheidung geschlagen. Sogar zwei, aber. Aber auf jeden Fall war ich immer so weit mit Fans. Ach, das Hedge Game! Das Hedge Game! Was sagt das Loop-Spiel? Der hat ihn einfach gelassen. Ich wie ich es wusste. Dass er das hat. Aber nur den. Okay. Was ich mit Hashgame meine, so sozusagen die Sache mit, wer schafft es,
Schafft es der Überlebende, in die Luke zu kommen oder schnappt er ihn raus? Das braucht gutes Timing. Aber wo gutes Timing? Das hier, das ist eine meiner Lieblingsperks. Das ist zum Beispiel so ein guter Counter gegen Ruin. Heißt, den will ich auf jeden Fall haben. Wenn ich wieder mit ihm hier spiele, werde ich den auf jeden Fall holen. Übrigens, wenn ich wieder genug Schilder und Scherben haben würde, werde ich erstmal sparen. Die spare ich mir erstmal für den Nürnkeller. Womit habe ich nämlich das hier, aber die werde ich jetzt noch nicht machen in der Aufnahme hier. Warum? Weil die eigentlich schon durch waren. Die hatte ich schon. Ich mache die immer praktisch immer einmal rein. Ich mache immer so, dass ich immer einmal hintereinander alle gespielt habe. Heißt, wenn ich zum Beispiel mit David gespielt habe, als allererstes. Als nächstes darf ich nicht David spielen, sondern erst wieder, wenn alle anderen schon auch gemacht wurden. So, dass praktisch alle so ungefähr gleichmäßig leveln können. Was natürlich bei den Killern ja nicht gerade gut. Einfach ist was zu machen, wenn da kriege ich Blutbrunnen wie nichts. Was man hier im Schwein sieht. Der ist schon bei Level 49 und heißt praktisch kurz vorm Prestigen. Kurz davor. Aber ich würde sagen, das war eine weitere Folge von Spaß im Multiplayer.